ganz eine ehrliche Frage. Was geht bei euch ab, wenn wir sagen Schneewittchen und die sieben Zwerge? Da fällt jeder in seine Kindheit und denkt sich, das möchte ich lesen. Was braucht die Welt da draußen? Dann sind wir draufgekommen, Unternehmer, Unternehmergehen, Unternehmertum. Das ist irgendwie was ganz Neues. Es gibt so viele Startups, so viele Sachen. Und da haben wir uns überlegt, da braucht es ein Buch dafür. Also wir haben gesagt, Menschen lieben Märchen. Und wir lieben auch Märchen. Und Menschen verstehen Dinge, glaube ich, besser, wenn es verpackt ist in eine schöne Geschichte. Und wir haben es ein bisschen anders aufgefasst, dass es Märchen ist. Weil wir haben gesagt, es gibt sieben Zwerge und in sieben Zwergen hat noch niemand Leben eingehaucht. Und wir haben gesagt, okay, das wird sich jetzt gut ergeben, weil es gibt sieben wichtige Unternehmereigenschaften. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen das einfach auf ein Märchen um und dadurch entstand die Idee. Für mich ist es extrem wichtig, dass man rational kreative Ideen auf die Straße kriegt. Das Buch soll unbedingt Menschen motivieren, zu überlegen, habe ich das Unternehmergehen? Ja, nein. Welches habe ich? Wo kann ich es optimieren? Oder wo suche ich mir gleich einen Partner dazu, damit ich gar nicht anfange, was zu werden, was ich nicht habe? Wir wollen es einfach raustragen in die Menschheit und sagen, seid mutig, traut euch was, auch wenn ihr Unternehmer werden wollt. Wir geben euch einfach einen Leitfaden in die Hand. Und am Ende des Tages, aber das ist ein visionäres Projekt, wollen wir gerne die Jugendlichen motivieren, dass sie sich tolle Ideen überlegen und sagen, das will ich machen und dafür kämpfe ich.